Willkommen zurück, Grid 2, ja, gleich noch eine Folge hinten ran, aber klar, mit dabei natürlich ja, deshalb da auch sind noch wir wieder. Coily. Moin Leute, auch natürlich mit dabei der Joshman. Moin. Und ich auch, ja. Achso, ja, der Bob ist glaube ich auch dabei. Zeitfahren, das klingt für mich nach Ariel Atom. Nach Civic Time. Aber, das Atömchen muss mal wieder auf die Straße. Aber was sehen wir? Irgendwie ist die Gruppe schwerer geworden. Ganz leicht. Ganz leicht. Also auf einmal stehe ich in der zweiten Rangliste da. Wir stehen alle in einer. Das, also jeder hat eine Spalte für sich. Das ist schön. Ja. Oder auch nicht. Ich hoffe, dass es für mich ähnlich gut läuft wie im letzten Part. Ja, für mich liefen ja leider nur die Duelle so gut. Und der Rest war ja eher... ja, dein lieber Spanier da, der nicht fahren konnte. Das war ein ganz großer. Der Gas mit Bremse verwechselt hat. Aber das konnte er gut. Oh, das sieht ein bisschen nach einer Highspeed-Strecke aus. Ich glaube, da ist das Atömchen gar nicht so doll. Das wäre ja uncool. Aha. Oh, ich bin ziemlich weit hin. Ich bin Vierter. Coily ist Erster. Coily ist Erster? Ja, das habe ich auch gerade festgestellt, als ich wieder die Bande knutschte und dachte so, Moment. Oh, meiner hat erstmal die Bande geknutscht. Mein Autopilot. Gönn dir. Gönn dir die Bande. An Start und so. So, Leute, ihr könnt eh keine bessere Runde hinlegen als ich. Gebt das mal schnell auf. Na, danke. So, was haben wir jetzt? Hier, ich habe jetzt noch irgendwie einen Caterham, glaube ich, vor mir. Ach ja, das blöde Ding darf hier ja auch fahren. Ja. Das blöde Ding darf hier auch fahren. Nur wir haben okay. Ich habe schon mal abkürzen gekriegt. Die erste Runde wird's nicht. Oh schön, ein Lag. Ich hatte auch ein Mega-Lag. Ja, ich hatte auch schon ein Lag. Hat sich nichts also die erste Runde kann es gar nicht werden. Allein das Lag zu ihm. Ich glaube wirklich, der Lag hat Zeit gezogen. Dann. Oh, hier fährt einer hin und her, der kann nicht fahren. Hier macht's eine Art auf Drift, hier immer hin und her driften. Boah, ich komme gerade gar nicht rein. Die Runde ist mal richtig für den Arsch. Die Runde wird für den Keks. Oh Mann, die Runde war gut und dann fährt er mir so rein. Was ein Assi. Das krieg ich wohl nicht hin. Boah, 10 Sekunden auf den ersten. Nee, wollt ihr nicht veräppeln? Ah, das wird noch. Ach, ich überbiete das. Mist, ey. Die Runde. Ja, stimmt, du bist auch fast genauso gut wie ich. Schlecht. Ja, ich sag ja, fast genauso gut. Aber die zweite Runde, ne? Von dreien, die wird. Und wenn nicht die, dann die dritte. Ja, die wir dann nicht beenden. Stimmt. Das kann sein. So. Uff, ist ja schon drin. Boah. Aber die Kurven sind nicht meine, das ist mal sicher. Die sind nicht schön. Wow, jetzt guckt mich Josh mich hier an. Das heißt, die zweite Runde kann es dann auch schon mal nicht werden. Schön. Kann der mal auflegen. Dankeschön. Gut, die zweite Runde wird es, glaube ich, auch nicht. Hey. Ach, technische Probleme. Ach, Ivo. So. Das wird hoffentlich besser, aber im Moment... Ja, viel besser wird es wohl nicht. Nur 3 Sekunden. Kann bei mir eigentlich nicht besser werden. Ja doch, 3 Sekunden wird es bei mir besser, aber es war nicht immer noch nicht so, dass ich sagen würde, es ist glorreich gewesen. Dafür sind die Runden dann doch einfach nicht sauber genug, beziehungsweise selbst wenn sie sauber sind, sind sie einfach nicht schnell genug. Das ist wohl eher das Problem, wa? Ja, das ist wohl eher das Problem. Sauber sind sie ja sogar. Wow! Okay, die nächste Runde wird's nicht. Das war eindeutig das Green. Jetzt muss ich also deine Zeit schlagen, ne? Ja, jetzt musst du leider meine Zeit schlagen. Aber das wird für dich wohl kein Problem sein. Abwarten. Die Runde lief bisher jetzt auch noch nicht so gut. Aber ich muss mich ja selbst sozusagen drei... Ja, das müsste eigentlich klappen. Der Joshman hat mich ja noch eben rausgeworfen. Ja, das kriegst du wohl hin. Es sei denn, ich komme nicht ins Ziel. Ja, aber sieht gut aus. Nee, die Zeit schaffe ich nicht mehr. Das
wird nichts. Muss jetzt nochmal besser werden. Also Siegler, da gebe ich mich nicht mit zufrieden. Nee, meine Zeit wird nicht besser. Nummer 5 da, immerhin. Boah. Na gut, okay, los. Nee, nein, es wird nicht besser. Kann sein, dass ich jetzt gleich ganz durchgereicht werde, bis auf den letzten Platz. Ja. Guck jetzt mal, dass ich irgendwie den... Das nee. Passiert auch. Durchgereicht bis zuletzt. Nee, nee, nicht was? Ganz. Nee. Nicht ganz. Ich habe ein bisschen Glück gehabt, aber... Nee. Oha, aber deine Zeit war echt noch gut schlagbar. Ich war ja noch deutlich drunter am Ende. Ja. Yeah. 4 Sekunden waren das fast, ne? Ja. Yeah. Das war nicht gut. Aber wie gesagt, ich sag ja, ich hab, ist nicht meine Strecke, die... Dafür ist das irgendwie, weiß nicht. Ja, Zeitfahren S3 ist auch immer so eine Sache, finde ich. Wenn da erstmal genug hochlevelige Leute dabei sind. Der Civic, muss man ja sagen, ist einer der Startwagen, den man fahren kann. Aber stimmt. Nachher bei den hohen Leveln, da fahren die dann alle Autos, wo du dann denkst, die können damit auch noch umgehen. Das ist auch noch der Unterschied zu mir jetzt. Und deshalb sind die Zeiten dann immer so jenseits von Gut und Böse. Richtig. Oh nee, ich bin ganz... Nee, Tok S4 wollen wir nicht. Gegen S4, ganz sicher. Los, komm. Das wählen wir mal ganz entspannt raus. Duell S1, es wird echt nicht besser. Ey, was ist denn hier los? Meine Güte. Ich glaube, ich darf den Kampfpimmel fahren. War er gut oder schlecht? Der war nicht schlecht. Wen darf ich denn fahren? Nee, er hat sich wieder verschoben. Gegen Jelly Jam, okay. Was? Der fährt den 4C? Na gut, mal gucken. Ob er mit dem 4C denn zurechtkommt. Ich fahre jetzt gegen Forti Tenerife. Ist das der Superspanier von Joshman? Von letzter Folge? Ja. Ist er das? Ich glaube ja. Oh, dann muss ich ja eigentlich jubeln. Der hat doch so viele Fahrfehler gemacht, oder? Im Grunde hat er nichts anderes als einen einzigen Fahrfehler gemacht. Also, im Grunde dauert... Ich lasse mich überraschen. Er hat auf jeden Fall die Nummer 123 oder 123, soweit er halt zählen kann auf seinem Auto. Ja. Jetzt sieht er dich ab, pass auf. Das ist ein Spanier, also kann das nicht. Vielleicht sieht er, dass mein Auto Italio-Farben hat und deshalb geht's gleich völlig nach hinten los. Er sagt sich... Aber. Italiener! Geht gar nicht. Er kriegt leider die Innenkurve am Start, das ist nicht so mag. Ich habe zwar die Innenkurve, aber das hilft mir nichts, weil meiner ist einfach schneller. Der Alpha 4C. Auf in den Wald, auf nach. Wo fahren wir denn eigentlich? Irgendwo an der Küste steil. Ist das der Pacific Highway? Ist das nicht eins das erste Rennen, das man in der Karriere fährt? Ja. Das ist, glaube ich, das erste Rennen, was man in der Karriere fährt. So. Er sich einen dicken Fahrfehler erlaubt, mal gucken, ob ich das Ganze dann... Ich habe ihn einen dicken Fahrfehler erlauben lassen. Also ich habe ihn gegen die Wand gedrückt, sagen wir es mal so. Ah, ist klar. Und dann war ich gedankenschneller, ich habe vorher rücksetzen gedrückt, vor ihm halt. Auch nicht verkehrt. Definitiv nicht, jetzt bin ich erstmal vorne. Boah, komm, wieso? Ach, jetzt habe ich natürlich in einer Kurve, die einfach wirklich unnötig war, einen richtig fetten... geschossen. Auf dieser Geraden, die da durch den Wald läuft? Sagen ja, auf dieser ganz, ganz leicht an... oder ganz, ja, da muss man kurz vorm Gas gehen, sonst bricht der vielleicht manchmal aus. Er bricht nicht aus, er kommt einfach nicht um die Kurve rum. Das ist das Problem. Boah, was soll das denn hier? Meine Güte. Boah, der Alpha kämpft den Berg hoch. Er kämpft. Ja, der andere ist leider mit seinem C4 ein bisschen besser da. Davor, oh. Zumindest was den Bergaufteil betrifft. Wow. Ich habe nochmal voll die Bande mitgenommen. Boah, fast das Schild wieder mitgenommen, das legendäre Schild. Oh, so weit bist du schon? Ich noch nicht. Ich fahr jetzt immer noch bergab. Kommt eine Linkskurve, gleich kommt so eine längere Haarnadel. Oh, ich mag die Kurven hier aber noch nicht. Das ist die ist aber auch gemein, diese längere da unten am Hafen, mit einem höherklassigen Wagen auf jeden Fall. Ich fahre mega langsam, also ich hoffe mal, dass ich überhaupt ins Ziel komme. Meiner hinter mir wird es jedenfalls nicht. Da hat Joshman schon recht, also das ist ein Ausnahmesportler da, der Spanier. Ja, wie auch immer er das Level 25 erreicht haben kann. Der spielt seit 4 Jahren. Ja gut. Jeden Tag. Jeden Tag. Man sagt sich so, die Erfahrung pro Level nehme ich mit, ne, aber...
Ich weiß jetzt gar nicht, wie der beim Zeitfahren zum Beispiel war oder beim Drift? Ausdauer-Event oder so. Vielleicht fährt er das besser. Ausdauer-Event, da hab ich ihn mit dem hier im T4 da besiegt. Ja? Der war, glaube ich, 9. und ich war 8. Dann ist der nicht so gut, glaube ich. Vor allen Dingen, weil ich in der Kategorie Wagen ja wirklich scheiße fahre. Boah, das ist aber auch eine lange Strecke, oder? Ja, aber ich bin jetzt ganz solide vorne, also das ist... Ich fahr jetzt über eine Brücke. Hui! Nee, die habe ich noch nicht. Oh, 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 das war ein Stein. Ja, hier ist die Brücke. Pass auf, bremst. Jo, danke für den Hinweis. Ich habe den Stein mitgenommen. Kam rechtzeitig. Das ist doch gut. Wow, aber ich muss zusehen, dass ich ins Ziel komme. Oh, 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 oh. Ja, ich sehe das Ziel jetzt. Ja, ich höre die Uhr ja schon tickern. Ich versuche mal eine Live-Schaltung. Ach nee, jetzt gerade mal nicht. Jetzt schmeiße ich die nicht mal aus dem Spiel. Oder spielst du im Fenstermodus? Nee, ne? Nein, nein. Und, oh, geschafft. Gott sei Dank. Wenigstens was. War zwar eine grottige Zeit, aber... Ja, wir haben auch echt die mit Abstand schlechtesten Zeiten. Macht ja nix. Moin, da bin ich wieder. Der Joschmann ist wieder da. Ja, Mensch, unglaublich. Wahnsinn. Gigantisch. Du, trennen und beenden ist nicht die richtige Taste, Joschmann. Ach so, ja, dann habe ich ja alles falsch gemacht. Das hat mir wieder niemand gesagt. Wenn du Glück hast, bist du noch beim letzten Race dabei. Ja, da muss ich aber ganz schön schnell sein, habe ich so gesagt. Ja, da musst du ein kleines Speedy-Mäuschen sein. Dann müsstest du ja mich ja schon jetzt einladen und ich hoffe, so. Du hast schon deine rote Speedo-Badehose an. Aber klar. Jeden Tag machst du Baywatch, auch im Winter. Ja, ja, ja klar. Also ich wollte hier bei der Gelegenheit nochmal meine Internetgesellschaft jetzt sag nichts Falsches, ne? Ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie ich das sagen soll. Ja. Einen netten Dank aussprechen, dass sie kurzzeitig meine Internetanleitung gekappt haben. Normalerweise ist es ja nur kurzzeitig, dieses Mal waren es gleich 5 Minuten. Sehr nett, sehr nett. Also ich glaube, das ist ein S1-Rennen, das ist mega geil, aber es ist kein Platzball. Richtig, ich glaube, das wird nichts. Mal gucken, was das für eine Strecke ist. Ich glaube, das war Kalifornien oder so. Es ist keine Rundkursstrecke, sondern eine Start-Ziel-Strecke. Das ist ja auch interessant, ne? Ist nicht so cool. Nee, vor allen Dingen, weil wir die gerade, glaube ich, schon gefahren sind. Das heißt, da ist jetzt gar kein Platz mehr für mich, oder was? Nein. Ja, du kannst es quasi fühlen jetzt, wie wir fahren. Richtig. Ach so, ja. 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 Das wollt ihr hören, das wollt ihr hören. Aber du bist natürlich im nächsten Part wieder galaktisch mit als Erster dabei. Aber klar. Aber gern. Aber gern. Wenn die Technik nicht wäre. Ich bin eben gegen deinen Spanier gefahren. Ja, das ist großartig, gegen den zu fahren, ne? Der kann gar nichts. Ja. Nur wollte ich das jetzt nicht sagen, aber im Prinzip hast du recht, ja. Ich dachte immer, du bist so gut gefahren, aber nach den ersten 100 Metern wusste ich nicht mehr, wo er war. Ja, das habe ich ja euch gesagt. Ja. Man sieht ihn ja auf einmal nicht mehr. Man sucht ihn und man findet ihn einfach nicht. Paul, ich glaube, du hast recht, ne? Nur bei Tag jetzt halt. Ja, diesmal bei Tag. Das ist genau die gleiche Strecke. Oh, ich hab so Angst, dass mir gleich einer rausquetscht. Wir waren eigentlich ziemlich schlecht beim letzten Mal. Ja, das war die Einfahrrunde. Ne? Wir sind so Leute, die fahren sich auf Strecken auch mal ein. Ja, ja. Solche Leute seid ihr. Aber klar. Hey, lass mich in Ruhe. Oh. Rangelei oder was? Ja, ach. Heute, du hast die Rangelei verloren. Ich hab's live gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Der Colby hat wieder sein Rangelhöschen nicht angehabt. Ey. Wollt ihr mich hier alle trollen oder was? Ja, das hab ich auch gesehen. Ey, sag mal, könnt ihr mal aufhören hier? Jo, jetzt bin ich Letzter. Geil. Ich leiste mir gerade eine Rangelei mit dem Polen. Ja, Colby, du musst das positiv sehen. Du kannst jetzt so viele Plätze gut machen und du kannst gar keinen mehr schlecht machen. Also die Sonne ist ja auch mega, ne? Also wenn du die jetzt so hast. Dieser Pole. Ja, der haut ordentlich zu, ne? Der hat Boxen gelernt. Ja. Mit dem Auto wohl genannt. Also richtig Thai-Boxen oder so. In Polen. Keine Ahnung, er kann es auf jeden Fall. Ja, er macht das auf jeden Fall ziemlich effizient. Ja, räumt alles weg, was ihm auch nur ansatzweise in die Nähe kommt. Das Schlimme ist, ich komme einfach nicht voran. Ich
Weg. Oh, oh, oh. Boah, das war echt. So, ich habe die ersten wieder vor mir. Und den ersten habe ich sogar hinter mir schwimmen lassen. Oh nein, das ist der Pole, ne? Oh, shit. Oh. Mann. Aber wir sind mehr Begeisterung für die Nationalitäten in diesem Spiel. Ja, ja, ich bin begeistert von den vielen Nationalitäten. So ist es ja nicht. Also sehr begeistert bin ich auch von den Spaniern, die dieses Spiel spielen. Ja, ja, also viele habe ich noch nicht getroffen, aber der eine war Bombe. Der eine war Bombe. Wenn das für alle Spanier ist, dann freue ich mich ein bisschen. Dann würde ich ganz gerne öfters gegen Spanier fahren. Oh ja, definitiv. Oh, kommt, Jungs. Gib euch mal ein bisschen. Oh, nicht schon wieder! Nein! Oh, das kann doch nicht wahr sein! Ich verliere jedes Duell! Jede Kungelei geht immer schlecht hinüber. Es ist immer nicht gut. Das ist nicht gut. Auch nicht für den Geist, weißt du, Cody, das schadet dir. Ja, ja, und deiner Motivation. Oh, ich fahre jetzt über die Bridge und hoffe, dass einer den mega Fahrfehler macht. Das Stimme ist, im Endeffekt, ich fahre gar nicht so schlecht im Rennen. Das Problem ist aber nur, ich werde hier ständig auf den Weg geräumt. Ja, das ist das Problem an S1, da setzt sich halt auch keiner so richtig ab. Da gibt es immer die Gerangelei. Naja, wenn einer richtig gut fährt, setzt auch der sich ab. Ja, aber ich meine, von uns würde sich keiner absetzen. Nö. Aber ich muss sagen, sagst du jetzt so. Diese Zeit bin ich deutlich besser gefahren. Dritter! 28 Sekunden noch? Ich habe rausgeholt, was ging, glaube ich. Ach da, sie ist da, Gott sei Dank. Ja, da kommt der Colli angepaced. Ich hätte besser fahren können, aber das... Das haben die Gegenspieler verhindert, ne? Ich wollte gerade sagen, sie haben es erfolgreich verhindert. Das war echt schon nicht mehr schön. Warte, wir gucken mal, wo der Spanier landet. Er ist nicht... Spanier ist Zehnter geworden. Was ist da denn los? Ja, eben. Was ist da denn los? Frag mich, wie der zu seinen ganzen Leveln gekommen ist. Ja, haben wir schon überlegt. Jeden Tag spielen seit 4 Jahren. Ja. Wäre eine Option. Ja. Wäre eine Option, ja. Eindeutig. Ah, Achter. Naja. Hätte schlimmer kommen können jetzt. Ritter, alles läuft. Podium ist mal wieder da gewesen. Nee. Nee, das war nix. Hat er erst noch überlegt, ob ich den Camaro fahre, aber ich dachte so, dafür bist du heute nicht gut genug. Heute nicht. Nee. Dann dachte ich so, liegt das wirklich nur an heute nicht oder ist das immer der Fall? Ja, mit dem Camaro haben wir noch nicht so ganz die bombigen Ergebnisse erzielt. Bombigen Ergebnisse. Ich würde sagen, noch ein Rennen passt gar nicht rein. Wir sprechen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten. Ich bedanke mich auch bei Coily. Danke, Bob. Und ich bedanke mich auch beim Joshman. Ja, klar. Die gute Teilzeitkraft. War ja. Man, ja. Jetzt kannst du dir auch eine andere Nationalität zuschreiben. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Haut rein, Leute.